Hallöchen, guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Es bewegt sich wieder einiges an den Märkten. Auch heute der Blick zum Mittwoch in die Forex-Märkte. Wir haben auf der Uhr heute. Den Euro-US-Dollar nach dem, ja, sag ich mal, Fehlausbruch aus der inversen SKS, die hatten wir ja vor ein paar Tagen besprochen hier. Ähm, tja, jetzt stehen wir auf der anderen Seite, auch mit einer guten Gegenbewegung. Da ist viel, viel Bewegung drin. Deswegen schauen wir da heute ganz genau hin. Des Weiteren auf Australdollar, dollar und das Währungspaar Euro, britischer Pfund. Das gerne auch geknüpft mit ein paar Wunschmärkten hier. Also, wer Lust hat, Rein in Zoom oder auch in Facebook mit den entsprechenden Wünschen. Und da gehe ich gerne auch drauf ein. Und an dieser Stelle auch einen schönen guten Morgen zurück an alle, die hier live zuschauen. Ähm, ja, <laughs> läuft! Bergfest, Mitte der Woche, jawohl ja. Also lasst uns schauen auf das, was heute auf uns wartet. Nachrichtentechnisch gibt es ja auch noch einiges diese Woche. Ne? Heute Arbeitsmarkt, dann kommt Powell morgen, dann haben wir die Non-Farm-Payrolls. Also es bleibt richtig. Es bleibt richtig spannend, aber eins dürfen wir nicht vergessen, der Handel an den Kapitalmärkten hat Risiken, deswegen bitte ich hier wie immer, wie jeden Morgen sozusagen den Risikohinweis in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen und damit kommen wir zu den heutigen Nachrichten. Es ist nicht viel, es ist am Vormittag ein bisschen aus Britannien, am Nachmittag aus den USA. Es kann immer mal so ein bisschen was um Covid-19 reinschwappen, aber das sind ja momentan auch eher gute Nachrichten zum Thema auch Impfstoffe. Wir haben auch heute hier bei uns in Deutschland ja wieder mal den großen Gipfel der Länder. Also da kann schon einiges kommen an dieser Stelle. Also es bleibt nicht, also es wird nicht langweilig. Sagen wir es mal so rum. Zu den Zahlen heute aus Großbritannien. Große Latte. Einkaufsmanager-Indizes. Wir sehen es hier heute um 10.30 Uhr. Da gibt es den Gesamtindex und den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen. Und dann geben die Briten noch ihren H Jahreshaushalt äh, bekannt. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, ob das wirklich einen großen Einfluss auf die Währung hat. Aber es steht nun mal mit drei Sternchen drin. Also für den Markt kann es durchaus wichtig sein. USA kommt um 14.15 Uhr äh, mit ATP Beschäftigungsänderung. Hier, wir sehen es an dieser Stelle. Der der Konsens erwartet 177.000 für den Februar. Also ein leichter Zuwachs gegenüber dem Vormonat. Das bleibt natürlich sehr, sehr spannend. Arbeitsmarkt ist wichtig für die USA. Das hatte ich ja oft genug erwähnt. Und dann gibt es den ISM-Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen hier um 16 Uhr. Da erwartet der Konsens mehr oder weniger Stillstand zum Vormonat. Und dann gibt es um. 16.30 Uhr die Rohöl-Lagerbestände. Das Ganze wie immer mit Spannung zu erwarten. Lasst uns mal kurz schauen, was wir gestern äh, hatten bei den Rohöl-Lagerbeständen. Moment, da muss ich mal kurz umschalten hier. Mal schauen, was da gekommen ist. Wie schon gesagt, Öl haben wir ja öfter mal auf der Uhr. Und ich hatte ja schon ein paar Worte dazu gesagt, die Rohöllagerbestände. Ähm, ja, gestern gab es einen Zuwachs bei dem API-Rohöllagerbestand von, was hatten wir letzten? letzte Woche, hatten wir einen Zuwachs von äh, 1026. Ähm, und jetzt haben wir 7,356 Millionen Barrel plus. Tja, was da? Mal gucken, was heute kommt. Das ist ja immer so ein bisschen ein Vorbote, aber nie eine Garantie. Auf alle Fälle bleibt das Thema spannend. Und das wird dann mit guter Wahrscheinlichkeit auch Auswirkungen auf die Ölpreisentwicklung mit haben. Also das zu den Nachrichten. Und dann kommen wir zu den entsprechenden Märkten. Heute auch wieder in der Vorbereitung hier. Ich habe übrigens auch schon erste Wunschmärkte drin. Euro, Schweizer Franken, ähm, britisches Pfund, ähm, kanadischer Dollar wird auch gewünscht. Sehr schön. Und Austral-Dollar, US-Dollar. Na, das läuft doch wunderbar. Da wird es auch hier nicht langweilig. Wir starten aber zunächst mal mit dem Euro US-Dollar. Ich nehme mal eben kurz die äh, Markierungen raus, die wir gleich in der kleineren Zeiteinheit brauchen. Ähm, und wir sehen hier einen Euro US-Dollar, der momentan wirklich sehr, sehr gut für die kurzfristig agierenden Trader geeignet ist. Warum? Wir haben Immer wieder Fehlausbrüche. Wir haben den Fehlausbruch oben, wir hatten jetzt den Fehlausbruch unten, wenn man da mal von Fehlausbruch sprechen darf überhaupt. Ne? Das ist halt immer das Wichtige. Wo kommt es her? Was hatten wir besprochen? Für all diejenigen, die es nicht gesehen haben, als wir diese inverse SKS äh, sozusagen reingenommen hatten. Also inverse SKS hier Schulter, Kopf, Schulter. Und weil das Ganze umgekehrt ist, ist das halt eine Inverse. Da kam der Ausbruch. Potenzial hier, wir sehen es unten raus, wenn man den Kopf mal ausmisst, die Tiefe von der Nackenlinie ähm, zum äh, zum Tief unten rein am Kopf und das Ganze oben drauf spiegelt, hätte das Ganze, äh, wenn es direkt gespielt geworden wäre, einen Kurszielbereich um die 1,24 gehabt, also auch über dieses Hoch hier drüben bei 1,23,50 drüber hinweg. Es kam aber alles anders hier, mit Rot markiert. Die Ausbruchskerze, die war ein heftiges Umkehrsignal. Das sehen wir hier. Moment mal, ich muss den Chart mal noch groß machen. Das habe ich völlig vergessen jetzt hier. Ich will ja, dass jeder alles gut sehen kann. Also hierhin zurück zum Chart an dieser Stelle. Also, wir haben es hier, wir sehen es. Der Lauf nach oben wurde komplett abverkauft. Hier dann die massive Bestätigung und dann kam der Test unten dieses Supportbereiches, den wir hier so ganz grob am Zwischentief hier. Das war das Trendtief hier an dieser Stelle. Wartet mal, mal gucken, ob wir den reinbekommen. Hier ist er da. Also hier war der Aufwärtstrend am Laufen. Das war das Trendtief. Der Schub nach unten hat es rausgenommen. Auf Tagesbasis sind wir jetzt quasi wieder Trend. Los. Aber für das kurzfristige Trading ähm, an dieser Stelle muss man natürlich sehen, das Ganze wird hier sozusagen jetzt in den kleinen Zeiteinheiten durchaus interessant. Kurze Sache hier noch. Ähm, ich bekomme gerade noch eine Anfrage, ob man das aufgezeichnet anschauen kann. Ja, natürlich. Ich lade das Ganze immer auf den YouTube-Kanal von Tickmill rauf. Also auf YouTube Tickmill mal schauen oder auf YouTube Tickmill suchen, den Kanal abonnieren und dann lade ich das nach unserer Besprechung dort auch immer hin oder aber man geht einfach auf die Blogseite von Tickmill äh, und dann kann man das Ganze sich auch immer wieder anschauen. Also das Ganze dazu, wir kommen zurück zum Euro-US-Dollar. Wir sehen es, sollte der Markt hier irgendwann unter das gestrige Tief fallen bei 1,1992 haben wir das gehabt. Dann haben wir auf der Unterseite die 1,1952 als nächster Anlaufbereich. Jetzt haben wir hier aber eine Umkehr da und die hat die Oberseite ganz klar wieder im Visier. Und mit dem vorausgesagt, was ich hier auf Tages Basis gerade avisiert habe und gesagt habe, in den kleinen Zeiteinheiten ist es jetzt durchaus interessant, das Ganze mal anzuschauen. Gehen wir mal in die kleinen Zeiteinheiten und da habe ich jetzt die Oberseite ganz klar im Blick und was wir hier sehen, ist eine sehr, sehr schöne flache Overnight Range. Das hatte ich ja in einem früheren Webinar, hatte ich solche Ranges auch schon mal vorgestellt. Was wir hier haben, also eine flache Range, haben wir hier über die komplette Nacht, sogar ein bisschen länger. Ähm, so seit gestern läuft der Markt hier oben schön, schön seitwärts und jetzt brechen wir nach oben ab. Was ist das? Das ist mal ganz klar eine Aufwärtstrendbildung hier im Kleinen. Wir sehen es, wir haben hier unten den Abwärtstrend rausgenommen, als wir hier. Über äh, dieses grobe Level drüber gelaufen sind. Also hier, ich, da brauchen wir jetzt gar keine Zahlen, da brauchen wir einfach nur die Linie. Also hier über diesen Bereich, da sind wir drüber gelaufen, haben die Marke von 1,2050 zurückerobert. Dann äh, die korrektive Phase über die Zeit, das ist ganz klassisch ein Stärkezeichen. Und jetzt sehen wir auch, wie der Markt hier über das nächste Zwischenhoch drüber läuft, über die ähm, 1,2095. Und jetzt ist eins ganz klar auf dem Weg zu diesem Hoch hier oben, was wir hier oben, das kommt aus dem Tageschart, deswegen ist das ein bisschen verrutscht. Ähm, hier die 122,43 da oben rein, das ist das große Ziel dieser Gegenbewegung, wenn sie denn weit ausgedehnt läuft, beziehungsweise hier oben haben wir ja noch die alte Nackenlinie. Also wir sind nach oben hin doch mit dem ein oder anderen guten Anlaufbereich gesegnet. Das nächste Level haben wir hier um die 121,40, wenn wir uns mal an den äh, sozusagen Hochs mit mit setzen. Also hier, ich mache mal kurz den Trendverlauf rein. Also hier, da haben wir schön die Korrekturhochs immer mit oben drinnen. Hier wird noch mehr eingezeichnet. Die wichtigeren sind aber die, die ich hier markiert habe. Also 1,21,40, 1,21,83. Dann ist hier oben dieser Widerstandsbereich, der kommt aus dem Tageschart, Kann man das gut sehen? Hier, das ist dieser, dieser Wendebereich, als wir hier auf der Auswärtssequenz nach unten rauf, runtergelaufen sind, dann nochmal getestet haben, dann wieder runter, wieder ein Test, wieder runter. Das ist schon ein wichtiges Widerstandslevel. Und das haben wir hier jetzt in Kürze auch wieder vor der Uhr, wenn der Markt tatsächlich hier ordentlich nach oben durchrutschen sollte. Und das ist wichtig. Und wie schon gesagt, äh, wichtige Fakten haben wir hier halt auch. Wir sind in dieser Aufwärtsbewegung doch sehr groß Momentum getrieben, oben über diese ähm, entsprechenden Level hier gelaufen. Und das ist schon mal ein sehr, sehr starkes Zeichen. Anders sieht es aus aus jetziger Sicht, wer die Unterseite betreuen möchte, sollte äh, der Markt. Nur kurz oben ausbrechen und hier dieses leichte Zwischentief, ich sag mal, die, grob die Marke von 1,20, was hier vom Bums reinkommt, das ist Wahnsinn. Also 1, 20, 80 haben wir kurz hier unten drunter, sollten wir hier irgendwo wieder rumdrehen und unter diese Marke fallen. Das wäre dann natürlich für das kurzfristige Trading interessant. Das heißt, da wäre es dann interessant und clever auch zu schauen, was hier passiert innerhalb dieser Bewegung und wenn wir da mal eben beispielsweise in den 15 Minuten Chart reinschaut, ja, da sehen wir noch nicht wirklich viel, dann gucken wir mal kurz in den 5 Minuten Chart, da sollten wir ein bisschen mehr sehen oder auch nicht. Das werden wir gleich haben. Naja, nicht wirklich viel. <laughs> also, wenn wir hier drunter fallen, äh, wirklich saubere Anlaufpunkte auf der Unterseite zu finden, ist schwierig. Hier ein bisschen was mini-mini-Kleines, aber das ist für das, was wir hier haben, viel, viel, viel zu gering. Also, das würde ich jetzt nicht unbedingt als Trading-Ziel nehmen. Ähm, hier haben wir. Anlaufpunkt zumindest mal ein kleines Durchatmen im Aufwärtsmove um die knapp 1,2070 rum und dann ja, dann kommt das nächste wirklich erst hier unten in diesem Drehbereich zwischen 1,2050 und 1,2055 hier oben und dann haben wir die Zwischentiefs hier unten drinnen noch liegen um die 1,20 was haben wir da 35 und dann hier, der Brotbereich schon wieder. Also es ist ein bisschen was da, aber nicht wirklich viel auf der Chart-Unterseite. Das heißt, da sollte man sich schon ganz gut auf die Lauer legen. Interessant ist es halt zu schauen, wenn der Markt rumdrehen sollte, wo er rumdreht. Also wir haben ja mittlerweile in der Stunde ein paar prädestinierte äh, entsprechende Marker auch gefunden, gesehen und das ist halt das Wichtige an dieser Stelle. Wenn wir da plötzlich merken, dort wird der Markt schwach, dann kann man in die kleinen Zeiteinheiten reinschauen ähm, und dort die Umkehr nach unten hintreten, weil das wären so prädestinierte Punkte, wo es erstmal wieder ein Stückchen weit runtergehen kann. Aber wir müssen immer eins wissen: der Tag ist momentan noch trendlos. Die Stunde gibt hier einen schönen Trend vor. Der ist momentan aufwärts gerichtet. Also alles, was nach unten geht, läuft gegen die Stunde. Sollte die Stunde aber irgendwann mal wieder rumdrehen, dann haben wir hier das Szenario, dass der Markt, wenn wir vor diesen oberen Punkten wieder rumdrehen, dass der Markt eher hier sozusagen ähm, nur eine Korrektur zu diesem starken Abverkauf macht und dann die Unterseite spielt. Da wird einiges kommen und wir haben momentan sehr, sehr viel Fokus auf dem Währungspaar äh, Euro, US-Dollar, beziehungsweise gerade auch auf dem Dollar. Ähm, die Arbeitsmarktdaten sind sehr, sehr wichtig für die Bewegungen im Dollar. Paul ist auch sehr, sehr wichtig für die Bewegung im Dollar. Also da ist noch einiges, was durchaus hier Bewegung in die Märkte mit reinbringen kann. Das gesagt, gehen wir mal so ein kleines bisschen noch weg vom, äh, vom US-Dollar und äh, bleiben allerdings noch beim Euro. Wir schauen zuerst mal auf das Währungspaar. Euro-britischer Fund und zwar aus dem, äh, aus dem Gesichtspunkt äh, der letzten Bewegung, die wir hier oben hatten. Äh, da sind wir ja zunächst mal gut nach unten gelaufen hier im Tageschart und dann haben wir eine deutliche Aufwärtsbewegung gesehen. Ne? Das sehen wir hier, das der starke Abwärtsschub, das die korrektive Phase nach oben und jetzt stellt sich halt die Frage, wie geht es denn jetzt hier entsprechend weiter? Wartet mal, ich nehme mal aus diesem Chart hier ein paar Linien unten raus, denn äh, wir haben es gesehen, wenn wir uns das Ganze im Euro-britischen Mal eben kurz im 4-Stunden-Chart anschauen wollen. Diese letzte Abwärtsbewegung hier nach unten hin ist mit einem starken Move nach oben rausgenommen worden, sogar ein bisschen trendig. Jetzt sind wir allerdings wieder stark nach unten gelaufen und das ist jetzt die große Frage: Wie geht es hier weiter? Denn wir sehen es hier. Der Markt ist schön nach oben gelaufen, schön auch im Kleinen getrendet und jetzt an dieser Stelle sind wir hier in eine, sage ich mal, in mehr oder weniger Korrekturkanal reingelaufen, aus dem wir jetzt ausgebrochen sind. Aber ja, so richtig bullisch sieht das Ganze jetzt hier nicht wirklich aus und das bringt uns in eine sehr, sehr charmante Situation, wenn wir uns das Ganze mal eben im 15-Minuten-Chart anschauen wollen. Denn ähm, da sind wir momentan auf Richtungssuche und da wird es jetzt sehr, sehr interessant. Hier oben zu sehen, was ist hier oben los? Da haben wir nämlich mittlerweile ein Mehrfach-Top. Ja? Und was ist oder was passiert auf der Unterseite? Und wenn wir die Unterseite einfach mal beleuchten wollen, ähm, dann sehen wir hier, dass wir in irgendeiner Art und Weise ein Dreieck haben. Ja, hier an dieser Stelle, das ist da. Da sind wir jetzt drunter ausgebrochen. Sollten wir hier an dieser Stelle jetzt eine Bestätigung des Ausbruchs bekommen, also mit Kursen von diesem, was wir hier haben, dann sehen wir halt, Moment, da muss ich das Zeichentum mal kurz anmachen. Dann sehen wir halt uns vor der Bildung eines Abwärtstrends stehen. Das heißt, das wäre dann ganz klar und klassisch Trend Fortsetzung hier. Da ging es runter. Jetzt korrigiert der Markt. Und wenn wir dann wieder drunter fallen hier, dann haben wir wieder einen kleinen Abwärtstrend und der findet dann schöne Orientierungslevel. Ne? Erstmal hier unten. Und dann dort, das sind zwei schöne Anlaufpunkte. Das wäre sozusagen die Umkehr der Nachfrage aus dem Ganzen raus. Und wenn wir da mal schauen wollen, wo der Orientierungslevel sind, ich mache mal kurz ein in den Chart. Also hier unter dem Zwischentief, unter äh, 0,86. Was haben wir hier unten drin liegen? 47. Dann wird es interessant. Charttechnische Marker hier unten, dieses Zwischentief bei 0,86, 36, 37 in etwa. Und dann haben wir hier unten. Das Low liegen hier an dieser Stelle, grob um die Marke von 0,8620 in etwa. Das sind mal erste Anlaufpunkte und dann gehen wir mal wieder zurück in den 4-Stunden-Chart. Ähm, da sehen wir nämlich, wo wir hier an dieser Stelle jetzt gelegen haben und da sehen wir halt, bis wohin wir dann erst einmal gelaufen sind. Nämlich, wir sind erst einmal, wenn wir hier ausbrechen und den 4-Stunden-Chart bzw. 15-Minuten-Chart mal besprechen. Wenn wir hier drunter fallen, haben wir hier auch wieder einen kleinen Abwärtstrend im 4-Stunden-Chart und der hat dann tatsächlich hier das Zwischentief erstmal und dann wird aus diesen kleinen Sequenzen hier die nächstgrößere. Und wenn wir da tatsächlich drunter laufen, dann haben wir ganz klar hier einen Abwärtstrend auch auf der 4-Stunden-Basis und das wäre dann tatsächlich die Umkehr im Tag und das sieht dann quasi im Tag so aus, mach es mal groß, Gegenbewegung runter. Kurze Korrektur wieder runter, dann haben wir wieder den Gegentrend und dann läuft sozusagen alles wieder in Richtung der vorangegangenen Abwärtsbewegung, die wir hier haben. Dann ist die Korrektur vorbei und dann steht das nächste Kurs hier unten hier im Bereich von 0,85, 40, 50 in diesem Drehbereich. Das kann man gut und gerne planen hier mit Blick auf euro-britisches Pfund. Und wir bleiben noch kurz. Beim Euro und da schauen wir mal auf das Währungspaar Euro-Schweizer-Franken. Auch immer wieder sehr, sehr interessant zu sehen und da ist der Markt gerade wieder sehr, sehr stark nach oben am Ansteigen. Wir sehen das hier im Tageschart. Ich gehe mal ganz kurz hier im Moment auch hier, muss ich den Chart mal ein bisschen äh, sauber machen, damit wir hier ein bisschen besser sehen können, äh, worüber wir reden. Und das sehen wir hier einen massiven Aufwärtslauf zur Oberseite rein. Ich gehe mal ganz kurz in den Wochenchart, nur um mal zu sehen, was los ist. Und da sehen wir, wir haben es hier in der letzten Handelswoche mit einem Spike oben über dieses Widerstandslevel rausgeschafft. Das heißt, wir sind hier mittlerweile in einem größeren Trend verortet, der ordentlich in die Bewegung reingelaufen ist die Bewegung mittlerweile gut korrigiert hat und jetzt wieder nach oben durchstartet und jetzt sind wir schon wieder hier in diesem Widerstandsband zwischen Moment, das muss ich ein bisschen größer machen hier in diesem Widerstandsband zwischen 1.10.30 und 1.10.60, da laufen wir gerade wieder ziemlich stark drüber. Das heißt, momentan schaut hier alles so aus, als wenn der Markt wieder erneut hier das Zwischenhoch letzte Woche prüft, also das Vorwochenhoch ranläuft, um die 1.10.97 haben wir das gehabt und wenn das auch noch rausgenommen wird, dann können wir gut und gerne die nächste Planung machen und den nächsten Verkaufsbereich aus rein charttechnischer Sicht. Ich muss hier mal in den Wochenchart reinschauen, den haben wir halt hier oben liegen. Und das hier oben ist mal grob der Ausbruchsbereich um die Marke von 1,11, naja, zwischen 60 und 70 rum äh, in diesem Level da oben. Das wäre mal zieltechnisch. Und wenn wir uns das auf Tagesbasis anschauen, dann sehen wir es auch. Also, auch hier der Aufwärtstrend intakt, gut korrigiert. Jetzt laufen wir hoch, nehmen wir das Zwischenhoch raus. Wäre das eine klassische Trendfortsetzung? Und wenn wir da einfach mal kurz nachschauen wollen, bei, der, bei dem Thema klassische Trendfortsetzung und mal die Ziele raussuchen wollen, ja, das geht relativ schnell. Ich zeige das hier an dieser Stelle auch immer wieder, wenn man mal die Korrekturtiefe ausmisst. Und das dann oben drauf setzt, wo man da landet. Da sieht man ziemlich schnell, wo wir landen. Nämlich deutlich rein vom Potenzial aus der Korrektur jetzt raus. Über der Marke von 1.12. Das ist wichtig. Und da ist viel Potenzial zur Oberseite. Und wenn es der Markt tatsächlich weiter dort oben hin spielt, dann haben wir gute Karten hier, die Oberseite weiter zu beleuchten. Also das bleibt wirklich hochspannend hier. Und wer sich das Ganze mal noch im kleineren anschauen möchte, hier haben wir es drin laufen. Die vier Stunden dass die Korrektur hier schon wieder der kleine Aufwärtstrend zur Oberseite hin. Und wie ich schon gesagt, wenn der sich fortsetzt, wäre das mal ganz klar, die Maschinerie nach oben laufen. Sollten wir nach unten rumdrehen, wird es halt interessant. Hier haben wir den kleinen Drehbereich, der ist grün markiert, um die 1,0955. Wenn wir drunter fallen sollten, ein tieferes Hoch machen, das wäre dann erstmal wieder die Gegenrichtung. Aber momentan schaut es ganz ganz anders aus. Da sieht man eher die Oberseite in Bezug auf die weitere Kursentwicklung. Aber... Die die Unterseite müssen wir natürlich schauen. Und da haben wir hier im größeren Bereich das Ganze. Sollte hier übrigens jemand die kleineren Zeiteinheiten sehen wollen, Bitte, bitte mir Bescheid geben, damit das Ganze auch in den kleineren Zeiteinheiten besprochen werden soll. Dann damit haben wir jetzt schon äh, den Euro Schweizer Franken als Wunschmarkt auch mit weg und damit machen wir weiter. Australdollar, Kanadaler ähm, dollar kommt als nächstes, beziehungsweise ja doch Kann-Dollar, äh, Australdollar, Kanadaler dollar Und danach machen wir britischer Pfund, kanadischer Dollar. Also zunächst erstmal äh, das Währungspaar australischer Dollar, kanadaler dollar Sehen wir hier ganz klar, ganz stark nach oben gelaufen. Ordentlich in die Korrektur und jetzt kommt wieder so ein bisschen Schwäche hier rein. Und das ist das, was wir momentan ähm, doch im Australdollar-Kand-Dollar -Dollar, ähm, mit betrachten müssen, dass wir hier möglicherweise vor einem, ja, sag ich mal, klassischen Richtungswechsel stehen. Woher kommt das? Wenn wir uns mal anschauen. Wir sind hier mit Blick auf das größere Bild schon in ein ordentliches Widerstandslevel reingelaufen, ähm, haben das hier in der letzten Woche raufgenommen und sind aber deutlich wieder abgefallen. Das heißt, das sind zuerst Vorboten dafür, ähm, dass der Markt doch möglicherweise ein bisschen müder geworden ist. Und wenn man mal kurz schaut auf den, äh, auf den, auf den Dollar an sich, kurzen Augenblick. Da gehen wir mal wieder. Momentan nutze ich einfach noch die Krücke über, über FinWitz. Äh, wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen, hier äh, im FinWitz das Ganze mal auf die, auf die äh, Futures, auf die Währungs-Futures zu sehen. Ach, die, die Index-Futures. Schön grün. <laughs> ich liebe es. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, liebe Leute. Deswegen sprechen wir hier zusammen. Deswegen schauen wir uns das alles an und wir schauen uns gerade mal eben auch den Cann-Dollar an. Das ist der Candler Future hier auf dieser Seite. Ähm, und wenn wir uns dieses Bild mal kurz auf Wochenbasis anschauen wollen, da sehen wir halt auch, dass dieser Future hier oben äh, in ein wichtiges Level reingelaufen ist. Nämlich schaut mal hier. Dieses Level hier oben um die 80 ist ein Widerstandsbereich. Und wenn wir da tatsächlich drunter fallen sollten, dann müssen wir das bei den anderen Währungen auch mit reinnehmen. Das heißt, da wird der Kandollar quasi ähm, äh, schwächer, läuft da allerdings äh, oben drüber, dann wird er wieder stärker. Und das muss man so ein bisschen beachten. Und das sind diese, diese Wechselphasen, also diese Nuancen, die man dort dann immer sieht. Und das ist halt das wichtige Bild, was wir hier ähm, auch ganz klar sehen müssen. Das heißt, wenn hier der Kandler schwächer werden sollte, äh, dann schiebt es. Den Markt ganz klar und klassisch ähm, sozusagen wieder nach oben, geht aber die Stärke wieder rein, drückt das Ganze nach unten, beziehungsweise wenn der Australdollar äh, entsprechend schwächer wird, dann schiebt es das runter. Da ist momentan genau dieses Wechselspiel, was wir da haben. Und das müssen wir mal ganz genau beobachten. Und wenn wir uns das jetzt mal im Kleineren anschauen wollen, dann sehen wir halt schon den intakten Abwärtstrend hier auf der 4-Stunden-Basis, den haben wir hier, beziehungsweise die starke Abwärtsdynamik ist erst einmal da. Hier ist es drunter gelaufen, hier oben kam nicht mehr wirklich was. Jetzt geht es hier so ein bisschen nach oben. Jetzt müssen wir halt hier ganz genau hinschauen. Ich muss hier mal in die, vier, in, in, in die Stunde wechseln, ähm, dass wir das, äh, diese Systematik uns auch mal betrachten wollen, wo der Wechselbereich ist. Und wir sehen halt hier äh, in diesem Sinne auch schon äh, wichtige, wichtige Marker, wo wir sehen, wie geht es denn hin? Und da müssen wir einfach mal schauen, wie sieht denn der aktuelle Trend aus? Der aktuelle Trend sieht halt so aus, dass wir im kleinen wieder nach oben laufen. Das heißt, das wäre eher für die Chart-Oberseite. Aber wenn wir uns das mal anschauen wollen, wir laufen halt hier oben wieder in diesen von mir oben dort markierten Widerstandsbereich rein und dort sind wir quasi jetzt auch schon wieder abgeprallt. Das heißt, wenn wir es nicht schaffen, hier oben, wartet mal, ich ziehe mal diese Linie rüber, über das Tageshoch von heute drüber zu laufen, wäre das wieder die direkte Schwäche und das wäre dann quasi hier. Das Umkehrsignal ähm, aus dieser trendigen Korrekturphase hier oben raus, das ist halt etwas, warte mal, Moment, da haben wir hier so ein, ähm, wenn wir mal das Kursmuster so ein bisschen auch anschauen wollen, etwas, was so ein bisschen keilförmig zusammenläuft. Und wenn der Markt anfängt, solche Keile äh, irgendwann wieder zu äh, traden bzw. zu trenden, dann müssen wir das einfach akzeptieren. Sollte der Markt hier oben drüber laufen, über das Hoch, dann sind wir auf der Oberseite doch, aber auch noch mit dem ein oder anderen Ziel ähm, gesegnet. Und zwar hier oben, schaut mal, das hier die 09940. Das war hier oben der Wendebereich. Und dann sind wir hier im Kleinen oben rangelaufen und haben dann wieder direkt den starken Abverkauf gemacht. Das wären so prädestinierte Level, um das Ganze mal mit raufzunehmen. Sollten wir allerdings schon früher rumdrehen und diesen klein laufenden Abwärtstrend rausnehmen, also das ist wirklich jetzt diese, diese Wechselphase, wo man ganz klar hinschauen muss, dann kommen wir in eine ganz, ganz andere Situation rein, in ein ganz, ganz anderes Fahrwasser. Denn dann bestätigt sich so ein bisschen die Schwäche, die ich gerade avisiert hatte. Ähm, das heißt, das wäre dann hier, wenn ich den Trend mal kurz zeichnen darf, hier, das ist der Aufwärtstrend. Der hier läuft ja, und den mal im Kleinen nach oben mitgezeichnet. Da sehen wir es ganz einfach, wie das Ganze hier schön läuft. Und da wird es jetzt halt wirklich interessant. Wenn wir jetzt hier einfach drüber laufen, ist da alles schick. Das ist Trendfortsetzung. Da können wir uns schön zur chart oberseite äh, sozusagen aufbauen. Und da haben wir, wenn wir über das heutige Tag. Tageshoch auch drüber laufen, gute Chancen weiter nach oben zu laufen. Das heißt, das wäre dann mal mit Blick auf, die, auf den Tagesschat ganz klar hier keine Abverkaufskerze mehr, sondern das wäre dann die Fortsetzung der ganzen Sache nach oben. Aber fallen wir unten drunter raus, also nochmal zurück in den Tagesschat und machen hier dann sozusagen einen Abwärtstrend auf der Stundenbasis, wäre das mal das erste sehr frühes Signal, dass wir durchaus doch in die Unterseite reingehen können und das ganze dann nach unten traden. Bildlich sieht das ganze dann so aus, dass wir hier sozusagen diesen Aufwärtstrend rausnehmen, hier dass die Korrektur, aber wenn der Markt dann sozusagen hier vorher umdreht und dann nach unten läuft, hätten wir erstmal den Gegentrend und wenn der dann sozusagen weiter unter dieses Tief hier läuft dann haben wir die Sequenz zur Unterseite eingeleitet und dann können wir uns hier im Währungspaar austral dollar doch auf der Chart unterseite auch ein bisschen orientieren und da hätten wir die Level einfach liegen hier mal einfach die kleineren Zwinglos nehmen die wir hier haben als Zielanlaufbereich auf dem Weg. Zum Tief hier unten. Das heißt, da hätten wir dann die Marken unter äh, der 0,98,50 bei 0,98,20, 0,98 um die 12 hier in diesem Bereich und hier unten die 98,01. Das hier, das Tief. Und dann haben wir schon hier unten das Zwischenlow aus diesem Abwärtsschieb. Und wenn wir da auch drunter laufen sollten, dann haben wir im größeren Bild den nächsten Hinweis dafür dass der Markt eher die Unterseite sieht. Und wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, an dieser Stelle mal kurz noch zurück in den Tageschart, das wäre dann genau das, Moment, jetzt muss ich mal hier wieder ein bisschen aufräumen, die ganzen Linien aus den kleinen Zeiteinheiten, das wäre dann ein ähnliches Szenario wie das, was ich vorhin im anderen Chart besprochen hatte, das wäre dann genau das hier, dass wir aus einer starken Abwärtssequenz jetzt die Korrektur sehen und dann unten drunter laufen. Dann haben wir den Gegentrend. Und so kaskadiert sich das vom Kleinen sozusagen ins Große rein. Hinschauen lohnt sich da. Aber ich sage an dieser Stelle auch ganz, ganz klar: bitte, momentan haben wir den Aufwärtstrend. Die Verortung sieht oben ein bisschen müde aus, aber wir haben eine schöne Korrektur. Wir sind in den Bewegungsarm reingelaufen. Und solange wie der Bewegungsarm intakt bleibt, haben wir auf Tagesbasis einen übergeordneten Aufwärtstrend und der gibt uns ganz klar die Richtung vor. Wir müssen hier nur ein bisschen vorsichtig sein bei Folgeeinstiegen. Das ist der Blick ins Währungspaar austral dollar, -Dollar. Und dann bleiben wir noch beim Kandor. und zwar gehen wir mal auf das Währungspaar britischer Pfund-Kanadischer-Dollar. Ähm, da kann ich von der klassischen Richtung her äh, sozusagen ähnliches sagen wie das, <laughs> was ich äh, gerade äh, im äh, vorhergehenden Chart auch gesagt hatte. Auch hier ich gehe nochmal ganz kurz auf den Wochenchart, ähm, sehen wir, wo wir verortet sind, der Markt kämpft hier schon ziemlich stark mit diesem Ausbruchslevel hier um die 1,7640. Also richtig kann er sich davon nicht lösen. Aber er ist drüber gegangen und hat Chancen, den nächsthöheren Bereich anzulaufen. Wenn wir hier mal sehen wollen, das Spike hoch zum Beispiel hier oben um die äh, 1,8050, das ist schon mal ein guter Bereich. Die Frage ist jetzt halt einfach nur, hier ist im Kleinen mal... Quasi ähm, mal die, die, die Korrektur äh, auch mit, mit, mit gezeigt. Im Kleinen, was wir hier im Kleinen sehen, ist halt wirklich jetzt wichtig zu sehen, denn ähm, wir sehen jetzt hier erstmal nur eine Korrektur in einem laufenden Aufwärtstrend. Ne? Also, wenn wir hier mal kurz in den 4-Stunden-Chart reingehen, dann sehen wir auch ganz klar, wenn wir uns die größeren Schwünge hier mal auch anschauen wollen, da ist schon ein Aufwärtstrend da. Hier ist der letzte Bewegungsarm an dieser Stelle und dieser Bewegungsarm, der wird jetzt nach unten korrigiert. Punkt. Aus die Maus. Das heißt, an dieser Stelle muss man schauen, wie entscheidet sich denn der Markt hier? Und da gibt es zwei wichtige Level, wo wir sehen können, wo es hingeht aus der reinen Charttechnischen Sicht. Und zwar wäre das das erste Level, was wir hier unten haben, wo wir schon mal ein kleines Indiz dafür gesehen haben, dass der Markt doch nicht direkt nach unten abverkaufen möchte, weil wir haben hier an dieser Stelle erst einmal ein neues oder ein erstes höheres Tief. Und das gibt uns dann tatsächlich schon die Chancen, zur Oberseite weiter rauf zu laufen. Und Im kleinen Bild, was wir jetzt hier an dieser Stelle sehen, wartet mal, ich muss mal kurz diesen Bereich hier oben rausnehmen, was wir hier im vier im St stunden chart auch sehen, ähm, ist jetzt natürlich wichtig, was passiert hier oben. Laufen wir über dieses kleine Hoch drüber, dann geht es erstmal wieder in diese Aufwärtsrichtung. Also auch hier genau wie gerade eben das sind diese Umschwungphasen und da müssen wir halt hinschauen zu sagen okay was haben wir da und da haben wir jetzt hier als Marker mal diesen Bereich unten 17563 Oben die 1,76,50 geht es. Oben drüber haben wir direkt Chancen, wieder in die Aufwärtssequenz reinzulaufen. In den vier Stunden wäre das dann mal eine sogenannte W-Konsolidierung, also eine W-förmige Korrektur, die wir hier sozusagen gesehen haben. Und auch das W, äh, das Tief des Ws bildet sich halt hier auch in einem schönen Drehbereich hier unten drin. Ja, also das ist dann das Bild, was, wenn wir nochmal auf den Tageschart schauen wollen, eher dazu spricht dass sich dieser Aufwärtstrend hier zur Oberseite fortsetzt. Sollten wir allerdings hier unten drunter fallen, dann sieht man schon ziemlich gut, dass wir doch eher die Abwärtssequenz gehen und dann tiefer in die Korrektur dieses Aufwärtstrends reingehen und dann haben wir auf der Chart Unterseite das nächste, ich sag mal dann den nächsten größeren Unterstützungsbereich haben wir hier unten liegen äh, um die Marke von 1.73 knapp 50, denn da ist das letzte Zwischentief der Korrektur. Hier unten im Trendverlauf und das ist dann die Marke. Bis dahin äh, können die Kurse fallen, ohne den Aufwärtstrend auf der Tagesbasis rauszunehmen. Ne? Und das wäre dann quasi dieser hier. Ne? Das ist der Aufwärtstrend, den wir hier am Laufen sehen. Bis oben hin, das ist der letzte Bewegungsarm, das die korrektive Phase. Und wenn wir hier die Bewegung weiter korrigieren unter die 1, 75, 63 knapp drunter hier über diesen unter diesen Supportbereich, dann ist der Weg erst einmal frei hier unten rein in die 1,73, naja, knapp 50, was wir dort dann haben. Und Anlaufpunkte. Innerhalb der korrektiven Phase Zod chart Unterseite verrät uns übrigens auch sehr, sehr schön entsprechend der 4-Stunden-Chart. Das heißt, hier unten haben wir dieses Zwischentief liegen, also das, was wir gerade auf Tagesbasis gesehen haben, hier die 1,73, knapp 50, das ist der Wert, äh, den wir hier unten am Zwischentief haben und bis dahin, die Anlaufmarker hier sind auch gut zu sehen. Also, wenn es hier drunter geht, einfach an den Zwischentief dieser Aufwärtsbewegung hier äh, sozusagen orientieren. Und da haben wir hier die Levels liegen um die 1,7510. Dann hier dieses Zwischentief um die Marke von 1,74,75. Das ist das, was wir da haben. Und da sehen wir dann halt den Schwung nach unten durch einen Abwärtstrend. Das ist hier der Blick in britisches Pfund kanadischer Dollar. Und damit gehen wir als nächstes zum Australdollar-US-Dollar. Und damit hätten wir auch die heutigen Wunschmärkte dann auch schon gesprochen. Wenn noch jemand was hat, bitte einfach reinposten. Heißt also an dieser Stelle jetzt der Blick in Australdollar-US-Dollar. Auch immer wieder gerne gesehen. Schön tretbares Währungspaar. Hier an dieser Stelle möchte ich zunächst auch noch mal kurz. In äh, hier diesen äh, Wochenchart reingehen, weil wir auch hier in einer sehr, sehr interessanten Situation verortet sind. Auch hier äh, wieder mal ein bisschen Aufräumarbeit machen, dass wir mehr sehen. Also, was haben wir hier? Wir haben Nummer 1, das ist ganz, ganz wichtig. Auf Wochenbasis wie auch auf Tagesbasis einen intakten Aufwärtstrend. Ne? Das sollte, glaube ich, jeder sehen, dass hier die Hochs steigen, dass hier die Tiefs am steigen sind. Das ist alles gut. Aber und jetzt kommt das große, große Aber: ähm, Wenn wir hier die Situation weiter verfolgen wollen, müssen wir mal ganz, ganz kurz nochmal zurück zu den Futures gehen. Kurzen Augenblick. Das machen wir sofort. Und zwar hier. Wir müssen uns mal anschauen die beiden Futures. Australdollar der ist hier oben an einer ordentlichen Stelle im Wochenchart angeschlagen. Hier um die knapp 080, 7980, hier in die 080, da oben. In die Schwäche reingegangen. Ist also quasi Korrektur im laufenden Aufwärtstrend. Hier alles in Ordnung. Aber wenn Schwäche reinkommt, wissen wir selber, wie es ausschaut. Das ist die eine Seite. Also schon ziemlich weit gelaufen, wenn man das auch mal im größeren Bereich sieht. Na, das Level hier oben um die 0,80 ist schon ein heftiges Widerstandslevel und das ist halt auch, wenn wir uns diesen Abwärtstrend mal anschauen. Das letzte Korrektur hoch hier oben. Das ist schon ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und da haben wir in der letzten Woche auch eine Abwärtskerze gesehen. Ähm, wenn die nach unten bestätigt wird, geht es natürlich dort dann erstmal tiefer in die korrektive Phase. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal kurz im US-Dollar anschauen wollen, ähm, dann sehen wir auch, Moment, wir gehen mal kurz auf den Monatschart zurück, dann sehen wir hier unten diesen doch ziemlich starken Supportbereich zwischen 89 und 90 in diesem Drehbereich. Das Tief hier unten hat man bei 88. Also das kommt von hier. Das Band ist schon ein sehr, sehr. Wichtig ist, sollten wir hier allerdings wieder in die Aufwärtssequenz übergehen und das ist jetzt der wichtige Drehbereich, dann wird der US-Dollar ja stärker und wenn wir dort auch die gleiche Situation wieder plötzlich einen stärker werdenden US-Dollar haben. Und einen schwächer werdenden Australdollar heißt das ja, dass der Markt hier auf der Preisseite nach unten fällt. Und das ist jetzt das Interessante, was wir auch hier sehen. Also auch hier wieder interessanter Wechselbereich. Die Charts sehen teilweise so ähnlich aus. Also hier an dieser Stelle, wir sind in der Abwärtssequenz hier wieder hochgelaufen. Das ist ganz klar. Nach oben hin ist der Weg jetzt offen. Auf alle Fälle mal hier oben rein in den Bereich dieses oberen Hochs, also hier oben dieses Level. Das haben wir definitiv offen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir schauen, hier unten das Zwischentief. Und was wir hier jetzt haben, ist auch der Schub unten drunter. Das heißt, dieser Bewegungstrend, den wir hier sehen, der ist definitiv mal gebrochen. Und das ist jetzt genau das Gleiche wie vorhin im anderen Chart. Wir sehen jetzt hier eine Konsolidierung, die, sag ich mal, in einem Trendkanal nach oben läuft. Und dieser Trendkanal ist gleich die nächste Bewegung in Richtung des Tagesscharts. Wird dieser Trend allerdings nach unten durchbrochen, dann wird es interessant, was macht der Markt hier unten am Zwischentief bei knapp äh, 76,90? Und das sieht man sehr, sehr schön auch im Verlauf der Stunde. Ne? Hier sehen wir es, den ziemlich starken Abwärtsrutsch, den wir gehabt haben. Der hat den Bewegungsarm nach oben hin gebrochen, das ist ganz klar. Wir sind hier deutlich nach unten gelaufen, auch trendig. Jetzt sind wir hier in die Korrektur reingelaufen und das ist jetzt halt das Potenzial zur oberseite hin ist ganz klar da der nächste größere Drehbereich, den wir hier in diesem Chart erstmal sehen, ist die Marke knapp um die 0,79, also dieses Level hier oben, dieser Ausbruchsbereich 0,78, 80 bis äh, 0,79 oben rein, da ist ohne Probleme alles da. Wir sehen auch hier eine relativ starke Konsolidierung momentan, also alles gut, hier ist alles völlig in Ordnung ähm, auf der Longseite momentan noch. Das ist ja auch das normale, was wir sehen. Wir haben das Umkehrsignal hier unten gesehen auf Tagesbasis oben reinzulaufen, was man so ein bisschen momentan aufgrund der Umschwungphasen bei den Währungen sehen sollte, ist, wie geht's denn weiter? Fliegen wir einfach stark durch? Ist mit dem Aufwärtstrend alles in Ordnung? Schwächeln wir aber irgendwann und verlassen diesen Aufwärtstrend hier, dann müssen wir einfach schauen, das wird dann ganz ganz klar, der Schub zur Unterseite hin und wenn wir jetzt aus aktuell Sicht sozusagen hier unter dieses Zwischentief laufen sollten, dann wäre es das erstmal mit der relativ starken, hohen Konsolidierung hier oben. Dann sind wir mit der Unterseite konfrontiert und wenn wir das mal sehen hier unten, dann hätten wir so ein paar Level im kurzfristigen Bereich hier um die 0,77,85 bzw. die siebenundsiebzig 35 36 als nächster Anlaufpunkt, das kann man hier an diesem Trend an den Zwischentiefs auch sehr sehr schön sehen im kurzfristigen Bereich und sollten wir tatsächlich hier unten unter die ähm, 077 fallen, dann ist der Abwärtstrend auf Stundenbasis auch im größeren Bereich zu sehen und das wäre dann tatsächlich hier mit Blick in den Tag auch die Situation, dass wir definitiv unter das letzte Zwischentief fallen, dann haben wir auf Tagesbasis einen Abwärtstrend. Das die Wechselphase und da lohnt es sich ganz genau hinzuschauen. Aber bitte, bitte, bitte hier nicht denken, es könnte nach unten gehen. Nein, wir sind im Aufwärtstrend verortet und der Trend dauert so lange an, wie er auch andauert. Wir sollten hier durch diesen weiten Bewegungsschub und die Verortung in den ganz, ganz großen Charts halt aber immer auch ein bisschen, sag ich mal, den Verstand einsetzen und sagen, okay, wo sind wir hingelaufen? Es gibt hier durchaus schon die ein oder andere Chance, vielleicht einen Richtungswechsel zu sehen. Das wird die Zeit zeigen, das Ganze hier mit Blick auf Australdollar, US-Dollar. Ich hoffe, das hat alles quasi so weit gepasst. Und es war für jeden etwas dabei. Wer mag, empfiehlt uns hier entsprechend weiter. Gerne auch mich äh, immer mal wieder zu verfolgen. Ich spreche halt nicht nur hier bei Tickmill über die Währung, sondern immer mal wieder auch auf dem privaten ähm, Facebook-Profil bzw. den Kanälen der Investorschule. Also, wer mag, Freunde und Bekannte in diesem Bereich auch hat, die das interessiert, gerne weiterempfehlen, um hier auch up to date zu bleiben. Ich sage für heute ein Dankeschön fürs Zuschauen. Traden Sie den Plan, nein, planen Sie den Trade und traden Sie den Plan und dann wird es auch werden mit den wachsenden Erträgen. Bis dahin, allen einen erfolgreichen Trading-Tag und bis morgen früh. Tschüss.